Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Heute gibt es was zu essen. So meine Freunde, wir haben es heute. Welcher ist heute? Der 16. Heute ist Luches-Tag gewesen. Heute gab es ein Luches-Video. Also gestern, weil heute. Ja. Ich habe da den Rippchen. Hallo! Und den Noss. Hi! Die sehen. Yeah. Und wir machen heute geile Burger. Dazu haben wir dabei Brötchen aus dem Rewe. Ja? Product Placement. Rewe. Rewe-Brötchen. Rewe-Fan, also ich darf das zeigen. Product Placement. Ja. Dann haben wir Ja-Schinken, Käse aus dem Rewe. Gouda. Willst du Käse? Haltbar. Sag mal, willst du Käse? Ja. 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 So, dann haben wir Tillmanns Hamburgerfleisch. Product Placement. Tiefkühlkost. Hamburg! Gär. Hamburg! Gär. Gär. Mal drei, weil wir sehr großen Hunger haben. Hamburg, Hamburg, Hamburg! Dann haben wir... Hamburg! Gär. Soße! Darauf war ich nicht vorbereitet. Und Ketchup. Product Placement. Nee, warte. Achso, wir haben noch was Gesundes. Bäh. Das tropft. Tropfenden Salat. Du machst den ganzen Boden an. Ich hab deutsche Hecke. Und? Und Ding. Und Ding. So, dazu gibt es endgeiles Rapsöl. Product Placement. Und. Wupp, wupp. Das war ich nicht. Das aus dieser Pfanne. Product Placement. Ja, das kann Vorder- vom Hersteller. Teflon. Neuer Hersteller. Alunameta. Hergestellt 2009. So, man nehmen einen Tropfen Öl. Und macht das Ding. Auf höchste Stufe natürlich. Ich? Weil wir so geil. Weil wir geil sind. Ich habe natürlich meine Hälfte Hand. Hier, Hand, da. Ja, aber die macht nichts, weil ich bei der Kamera bin. Nee, ich kann nicht kochen, deswegen so. Motiviere ich dich. Soll alles ich jetzt machen? Ja. Okay. Ja, was will ich euch? Hey, das ist ein Hamburger. Wollt ihr jetzt in meinen Schrank gucken? Ja, könnt ihr. Das ist mein Schrank. Schrankchen. Was Polen willst du Hilfe haben? Beim weiß ich auch nicht. Das ist in Hamburg. Beim Zugucken. Beim Zugucken. Atmungshilfe. So. Wo fangen wir an? Wir bereiten vor. Das ist natürlich total gesundes Fleisch. Sieht auch sehr gesund aus. Gesund aus. Und ist auch sehr frisch. Das ist wahrscheinlich irgendein Instant-Fertig-Kackfleisch, was noch nicht richtiges Fleisch ist, aber. Da. Fleisch. Ich hoffe, das sieht man. Da. Fleisch. 98% Rindfleisch. Aber eins kann man doch machen. Gurken, der Rest ist, die restlichen 2% bestehen aus Speise, Salz und Pfeffer. Dann zum Gurkenschneiden nehmen wir natürlich ein kleines Gurkenmesser. Hardcore kochen. Hau rein. Das ist laut. Fertig. Sowas macht man auf dem Brett, nicht auf dem Teller. Ich mach das auf dem Teller. Da ist ein Brett. Da hinten am Salat. Ja, natürlich aber nicht. Da ist ein Brett. Du machst den Teller kaputt. Macht er nicht, aber es ist total unpraktisch, was er da macht. Ja, voll. Macht nichts. Dann kriegt er den unteren Kasten abgeschnitten. Du musst dünner schneiden. Ja. Dünner. 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 Los. Dünner. 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 Zu dünn. Nochmal. Dünner. Es ist zu dünn. Es ist zu dünn. Mach's nochmal. Klebst die wieder ran. Perfekt. Dünn. Also zumindest in der Mitte. Nam nam nam. Nam 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 nam. Möchtest du eine Scheibe Gurke haben? Ja. Vorsicht, Finger. Gurke. Sehr schön. Danke. Geil. Pfanne ist heiß. Man stelle runter auf 6, besser ist es. Ja, bei den Dingern, also ich würde dir gleich raten, das spritzt. Das spritzt dich. Das spritzt. That's what she said. Das spritzt. So, ja, lass uns die so braten. Ich finde das eine gute Idee. Das dauert nur ein bisschen. Toll. Der wollte erst mal angeben und kriegt das nicht hin. Naja, ein paar Sekunden hat es gestanden. Naja. Du musst den Kartenhäuschen aus den Dingern bauen. Das sind keine Frisbees. Also so in dem Zustand? Stopp. Ja, das stimmt vielleicht. Gehen genauso schnell kaputt und brauchen nichts. Richtig. Und sie verlieren nach dem ersten Nutzen sofort an Größe. Da ich jetzt richtiges Öl genommen habe und keinen Rama-Kuli-Mess, die es normalerweise macht, klebt die Scheiße direkt an. Yeah! Der Rama, das ist doch gut. Klebt!
Kann es sein, dass das erste Mal ist, dass man in einem Video von dir deine Küche sieht? Nein. Nein? In dem Facebook-Video. Ja, Facebook. Schon auf YouTube. Geht das auf YouTube? Ja, ne? YouTube. Ja, siehst du. Bin ich auf YouTube? Werde ich jetzt Fame? Ja, so ist gut. Mama, ich bin im Fernseher. Deine Hand. Meine Hand, guck. Und meine andere Hand. Ich habe meine Küche noch nicht gesehen, nur auf Facebook-Video. Also für alle YouTuber, Zuschauer und YouTube drin, Link in der Videobeschreibung, Facebook und so kommen auch Videos. Mach da so. Mach da so. Das macht voll Spaß, mit den Händen so vor der Kamera rumzubummeln. Die Hand aus dem Off. Ah, ich mach's nicht. Gleich geht's hoch, 2 Sekunden noch. Das Eis. Kaputt. Oben heiß bedeutet, wenn das Fleisch fast fertig ist, kann man fix Brötchen rein. Brötchen. Das kann man ja mal minimalistisch zeigen, wie das in der Pfanne aussieht. So. Ja. Das ist sehr praktisch ein Stativ. Ah, Fuß. Feuer rum. Der hat ja vor allem den Vergleich zu den Patties, wie das im Fachjargon heißt. Ja. Patties. Ja, Patties. Ich habe bei McDonald's gearbeitet, für die, die es noch nicht wussten. Hast du echt? Ja. 1999 habe ich bei McDonald's gearbeitet. 1997. Richtig. Schon 1000 Jahre her. Sucht ihr mal Vergleich hier. Ja. Schon ein klein geworden. Das ist normal. Das habe ich auch echt gesagt, wir sollen die kleinen Brötchen nehmen. Habe bei McDonald's gearbeitet, direkt nach meiner Schule damals. Deswegen kann er das auch gerade so. War ein geiler Job, ich war unter der Kasse. Ah. Und immer gedrückt vor der Küche. Fand die Küche scheiße. Und war ein geiler Job, damals hat man auch noch gut Geld verdient bei McDonald's. Heute nicht mehr. Ne? Ja, damals verdient man bei McDonald's ca. 1800 D-Mark. Heute kriegst du bei McDonald's als Student 1400 Euro brutto. Und 1800 netto. Das ist, ja, ein Unterschied. Aber ich kann schon wieder auf die Zunge gebissen. Subway ist besser. Das ist so richtig. Subway ist auch gesünder. Ich hab mich schon wieder auf die Zunge gebissen. Warum machst du das? Wie machst du das? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht mal was gesagt. Ich werd nur gemobbt von meinem eigenen Körper. Das ist bitte. Das ist bitte. Das werde ich jetzt den ganzen Abend singen. Das ist bitte. Das ist bitte. Aber bitte klein machen, dankeschön. Klein machen? Also. Ja, in Häckseln, im Mund und Häckseln. Also. Soll das hier rein, in den Müll? Nee, in den gelben Sack. Wo ist denn der? Da. Los, helfende Hand. Helfende Hand, kommt nicht ran. Ja, blöd gelaufen, steh auf. Scheiße, muss aufstehen. Wenn ich jetzt aufstehen würde, dann würde ich so durchs Bild laufen. Dann ist erstmal 30 Sekunden schwarzes Dunkelheit. Dann kommt der Todesstern. Du hast nur 2 Brötchen aufgeschnitten. Achso! Der hat mir nur 2 in die Hand gedrückt. Die sollen alle 6 da schon rein. Okay! Ich schreibe die nur an. Ich bin auch nur ein Mensch. Dummer Mensch. Helfende Hand. Helfende Hand. Warte. Brötchen. Helfende Hände. Brötchen. Dankeschön. Brötchen. Oh, so, helfende Hand. Helfende Hand. Helfende Hand. Den Geschirrspüler oder brauchen wir die dann noch? Den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Batman! Es sind keine 2 Leute im Team! Moment mal, wir sind gar nicht im Spiel. Das war trotzdem asynchron. Auch was? Ja! Fang! 42! Nein, warte, ich mach einen Papierflieger draus. Warte! Bei meinem Glück liegt er hier drin. Bei meinem Glück eher. Ich mach daraus einen Papierflieger! Was machst du? Ich mach daraus einen Papierflieger! Hab ich doch gesagt! Das ist der Sohn. Man weiß es nicht, was es ist, aber es sieht komisch aus. Das ist ein Papierflieger, warte! Papierflieger höchstens! Warte, das wird ein Papierflieger! Kampfschiff! Das wird ein Papierflieger! Da! Papierflieger! Scheiße, ich lass ihn fallen! Ich kann nicht so gut fliegen! Battlestar Galactica ist da! Ja! Papierflieger! Der stürzt mehr ab, als er fliegt! Absturzflieger! Geil! Jetzt quackt der Bruchpilot am Steuer!
Aber ich glaube, das geht noch, ey. Das zappelt so komisch rum in der Familie. Zappelt. Oder ist das aufgeregt? Deswegen, das sieht aus wie Kinderschuhsohlen, oder? Sieht ein bisschen aus wie... Fresspappe. Aber es riecht recht angenehm. Ich riech nix. Der Geruch kommt hier hinten nicht an. Die Kamera fängt das ab. Die Zuschauer müffeln mir hier alles weg. Müffeln? Ja. Die Zuschauer müffeln? Die Zuschauer müffeln mir alles weg. Hör mal zu, wenn ich mit dir rede. Was? Was? Hör dich nicht. Du redest so laut. Statt so. Ich war gerade voll weg. Alter, da hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Jetzt hab ich ein Ohr rum. Vergiss die Brötchen nicht. Boah, fuck die Hände, Alter. Die ist schon. Ja. Es ist nicht. Komm mal rein, Köln. Helft mir an. Messer. Wo bin ich? Ach so. Pass doch rein da. Nein. Doch. Au. Scheiße, die spritzt irgendwas. Ja, die Pfanne über dir, die spritzt dir auf die Glatze. Helft mir an. Hier, Brötchen. Da fängt er jetzt runter. Brötchen. Nicht runterfallen. Oh, ist runtergefallen. Ihr habt Potenmeck da! Wow, fuck die Hände, Alter! Ich hab nicht gewartet, die Spritzen. Ich hab's nicht gesehen, aber ich werd's im Video sehen. Auf dem Obergaben, glaube ich. Weißt du, was jetzt geil wäre? Was denn? Wenn deine Pfanne Feuer fangen würde. Das wäre so ein gutes Video. Oh mein Gott, die Pfanne brennt! Da baut irgendwas ein. Kommt doch so gut, wo wir das vorher gesagt haben. Oh mein Gott, was ein Zufall! Oh, damit habe ich nicht gerechnet! So, So. Eins. Zwei. In der Hand. Da kommt er auch selber ran. Oh. Da kommt ordentlich was raus. Topf. Da. Was war denn das für ein Move? Das, kennst du es nicht? Die Butler? Fleisch. Heiß. Heiß. Ketchup. Fleischteil. Geile Fleisch. Es fehlt noch Käse. Meine Kinder nichts Käse. Deine Kinder nichts Käse, warum nix Käse? Käse, finden sie. Gurke. Ehrlich. Gurke. Scheiße. Gurke gefallen. Le Gurke. Le Gurke. Gurke gefallen. Gurke. Man down. Deckel. Need a medic. Das sind jetzt Kinderburger. So, Kinderburger von Ihnen. Lecker. Auf Star Wars Della, lecker. So, guck mal, das ist mein Tuch. Burger. Jetzt kommt der Männerbürger. Man nehme Brötchen. Männlich. Das männliche männlich. Das ist ein männliches Brötchen. Das männliche daran ist übrigens nur der Teller. Das wäre jetzt kein Star Wars Teller. So, dann nach dem fetten Haufen Soße drauf. Man nehme männlich. Man nehme männlich Salat. Männlichen Salat. Man nehme männlich Fleisch. Und damit es auch gesund bleibt. Gurke. Etwas Käse. Männlicher Burger, männlich. Geil. Männlich approved! Nein, warte! Das ist ein männlicher Burger? Doppelte Portion. So, guten Hunger. Ende! Ja! Yeah. Aua, heiß! Nice.